Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Total War Warhammer Online Battle von mir. Ewig ist es her, aber es wurde auch mal wieder Zeit. Wir spielen an der Schlacht von, also am Fluss von Still, wobei ich verwundert bin, dass das Wetter sich geändert hat jetzt hier in der Wiederholung selbst, aber in der Schlacht nicht. Egal. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, was ich jetzt hier mit dabei habe und was ich überhaupt mache. Ich bin gegen Gandalf aus dem Battlefront-Clan. Wer Bock hat, sich das mal genauer anzuschauen, Star Wars Battlefront-Videos von mir schauen, da ist Gandalf häufig mit dabei. Gut, die Lexe natürlich echt hier Bombe. Ja, performance-technisch ist das Spiel bei mir leider nicht so gut. Aber schauen wir mal trotzdem rein. Und wir ändern mal die Kamera. Es ist ja echt ein Graus hier. Nein, nein, nein. Steuerung. So. Klassische Total War-Kamera, bitte. So, dann schauen wir jetzt mal hier rein. Wir haben jetzt hier mit dabei. Boah, das ist schwierig zu sehen. Weil ich halt mit. Ich spiele Tiermensch auf jeden Fall und Gandalf spielt mit den Imperium. Ich habe mit dabei insgesamt Ungeheuerplünderer. 1, 2, 3. Dann habe ich mit dabei Ungor-Speerkämpferherde auf der linken Flanke. 2 Stück. Dann habe ich mit dabei die Gor-Herde mit Schild. Insgesamt 5 Stück. 4 Stück. 4 Stück. Dann noch dreimal die Bestigor-Herde. Dahinter steht noch mein General. Das ist ein Großhäuptling der Tiermenschen. Dann habe ich noch Minotaure mit dabei einmal, die wir hier sehen können. Auf meiner rechten Flanke habe ich dann noch zweimal Ungor-Speerkämpfer mit Schilde. Und was man nicht vergessen darf, ist hier drüben noch einmal die beiden Einheiten, die ich mit dabei habe. Wo sind sie? Hier, da. Nee, eine Einheit. Chantigor habe ich damit dabei hier. Die ich einsetzen möchte, um spontan. Nee, zwei Einheiten Chantigor. Die ich einsetzen möchte, um spontan die Flanke zum Laufen. Mein Gegner spielt, also Gandalf, spielt das Imperium, hat mit dabei insgesamt Schwertkämpfer. 2 Stück. Er hat, Hellebardiere, glaube ich, 4 Stück mit dabei. Er hat 2 oder 3 Armbrustschützen, 4-mal Ritter des Imperiums, dann Karl Franz als Greifen. Und, es tut mir leid, Leute. Dann hat er nochmal seine Mörser 2 Stück mit dabei. So, fangen wir mal erstmal an. Ich habe keine Ahnung von den Tiermenschen, deswegen kann ich euch dann gar keine Tipps gerade geben, großartig. Ich habe einfach nur gehofft, ich habe eine Linie mit dabei, die ein bisschen was drauf hat. Hab dann noch an der Flanke was dabei, was zumindest auffällt. Ich habe halt noch die Ungeheuerplünderer, das sind halt nur gewöhnliche Fernkämpfer, die halt dazu da sind, um die Helden fertig zu machen. Halt in dem Fall Karl Franz. Und meine Speerkämpfer, um in die Flanke zu sichern gegen imperiale Kavallerie, was ja gerne mal der Fall ist. Und meine Chantigor sollten eigentlich nur dazu da sein, um spontan Fernkämpfer abzuräumen, weil es halt gerne günstigere Kaff gab. Die Minotauren hingegen waren dann meine Einheit, die ich einsetzen wollte, um wirklich endgültig dann den Garaus zu machen in der Linie des Feindes. So, bei der Armee von Gandalf gibt es allerdings ein paar Sachen auszusetzen. Was ihm zum Beispiel fehlt, ist die Tatsache, dass er nichts dabei hat, außer seine 2 Armbrustschützen, um gegen meine einen Helden zu arbeiten. Er hat also wirklich, also gerade mit Imperium bräuchte man unbedingt dann mindestens einmal einen Hexenjäger, der wirklich dazu da ist, um diese Einheiten dann auszuschalten. Kavallerietechnisch hat er zwar viel mit dabei, aber nichts Gutes. Und infanterietechnisch exakt dasselbe Spiel. Also ihm fehlen zum Beispiel B-Händler, ihm fehlen imperiale Garde oder sowas. Also die Einheiten, die wirklich was entscheidend verändern können im Schlachtverlauf. So, würde ich auch sagen, legen wir mal los mit der Schlacht. Schauen wir uns mal an, was jetzt hier draus wird. Ich entschuldige mich schon mal vorweg für meine schlechte Framerate. Liegt daran, dass meine Hardware ein bisschen veraltet ist und ich deswegen nicht mit der neuesten Technik arbeiten kann. Aber gut, ich habe mir gedacht, okay, marschiere ich ein bisschen vor, versuche hier drüben diesen Hügel einzunehmen. Ich beanspruche den schon mal für mich und habe gehofft, eigentlich meine Fernkämpfer hier aufzustellen und zu arbeiten. Da kommt aber relativ früh ein Greif hingeflogen, der dann mir das Leben dort an der Stelle schwer macht. Gut, nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich die Schlacht eher auf dem Fluss austragen als auf den Hügeln oder bei ihm. Aber er bleibt hier einfach stehen und ich musste halt hinlaufen. Aber gut, naja, so ist es halt manchmal. Da sehen wir sie auch schon kommen. Hier ist Karl Franz. Da fliegt er auf mich zu. Da, peng. Mit seinem Greifen. Ich glaube, Kralle heißt er, war das, oder Todesklaue? Ach, eins von beiden. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber er kommt auf jeden Fall mir immer näher. Meine Ungeheuerplünderer kommen jetzt dazu und sollen drauf schießen, um halt seinen General natürlich schon mal zu schwächen. Da sehen wir es auch schon hier. Da, Karl Franz. Da ist er. So. Wir spulen mal ein bisschen vor. Der anfängliche Schlachtverlauf ist ziemlich zäh, wir sehen es ja schon. Ich versuche jetzt hier rauf zu gehen, um ihn zu beschießen. Er haut ab und deswegen schicke ich mal halt wieder runter. Also im Endeffekt ist ein kleines bisschen hin und her geplänkelt auf der Karte. Die Karte an für sich finde ich ja halt cool. Ich finde die Karten, die sie in Warhammer gemacht haben, generell ziemlich geil. Aber naja. So, jetzt kann er natürlich hier ziemlich provokant rüberfliegen, greift mich aber komischerweise nicht an. Was er jetzt damit Karl Franz bezweckt hat, weiß ich nicht. Was er aber wirklich sehr gut gemacht hat, ist die Tatsache, dass er hier drüben seine Mörser auch gleich aufstellt, um mich zu beschießen. Wir sehen es ja schon hier. Wir sind bereit, jetzt müsste doch gleich der Schuss kommen. Na?
Das sieht man es jetzt hier. Zack. Und da sieht man es. Zack. Da fliegen die Kugeln auf meine Soldaten rauf und regen herab. Also eigentlich gute Position gesammelt, denn von hier aus kann er erstens die Wahl der Mörsers gut getroffen, dass er hier über den Hügel wegschießen kann. Zweitens kann er auch gleich auf meine Einheiten schießen, die jetzt hier in die Seite beschossen werden, was viel schlimmer ist als frontal, was wesentlich mehr Schaden macht. Echt gut positioniert. Die Tatsache, dass er Mörser gewinnt, hat den Vorteil, dass sie halt einen hohen Bogen schießen. Bei Kanonen schießen sie ziemlich flach. Das könnte dazu führen, dass wenn ich jetzt hier unten Ziel beschießen will, dass die Kanone hier unten auf den Boden raufprallt und im Endeffekt dann an Wirkung verliert. Deswegen ist der Mörser hier eigentlich genau die richtige Einheit, um Einheiten am Boden zu beschießen. Wir sehen es auch schon, der Beschuss kommt. Peng. Es sitzt auch. Hier drüben meine Ungar-Sperrkämpferherde wurde gut getroffen. Hat viele Männer verloren. Auch hier der Trupp, der jetzt daher reitet, noch ordentlich. So. Jetzt auch der Beschuss in die Flanke meiner Gore-Herde hier. Wir sehen es schon. Auch die leidet ziemlich stark drunter. Und auch meine Bestie-Gore-Herde wird jetzt da schon ein bisschen erschossen. Wir sehen es auch schon. Blut verschmitzt da teilweise auch schon hier. Was echt, echt blöd für mich ist. Deswegen ziehe ich ein bisschen nach hier drüben. Wir sehen jetzt hier auch die Kraft von ihm bereit. Meine Netten schicke ich jetzt hier mit runter, um zu helfen. Mein General ist hier noch ein bisschen verpennt gerade. Die Mörser treffen ihn natürlich trotzdem noch. Wir sehen es, die Reichweite reicht bis hier hinten irgendwo. Na, es von Mörser auf jeden Fall weiter, auch von den Fernkämpfern jetzt hier von ihm speziell. Die reicht bis, ach, kann ich gar nicht mehr sehen. Gut. Okay, jetzt geht's aber auf jeden Fall in den Nahkampf über. Wir sehen den Charge meiner Bestigor-Herde. Gehen wir einfach mal rein, da sehen wir es hier auch. Zack. Und die Schwertkämpfer werden jetzt hier natürlich ordentlich zerhackt. Jetzt mal darauf gehen hier. Mal gehen wir mal rein hier ins Bild. Da sieht man jetzt hier, zack. Da wird gegengeschlagen hier. Peng. Es sieht einfach nur geil aus, wie die Leute hier gegeneinander kämpfen. Und wie blutverschmiert die alle auch sind. So, da hinten kommt jetzt das Flankierungsmanöver der Helibardiere. Deswegen schicke ich meine Gore-Herde jetzt rauf. Jetzt hier versucht den Kampf zu reißen. Wir sehen, der Charge kommt jetzt rauf auf die. Peng. Und die Helibardiere leiden jetzt runter. Das sieht man jetzt hier. Die Helibardiere gegen meine Gore-Herde natürlich einen kleinen Nachteil durch die Masse alleine schon. Jetzt kommt die Kaffee drüben. Möchte ich die Flanke gehen. Ich schicke meine Speerkämpfer hier drüben hin, meine Ungo-Herde mit Schilde und mein General, der noch ein bisschen mithelfen soll. Da kommt auch schon gleich Karl Franz dazu. Wir sehen es hier. Zack. Er steht bereit, um quasi mitzuhelfen. Und jetzt schicke ich meine Fernkämpfer auch gleich drauf los, um dann noch ein bisschen auszuteilen quasi. So, meine Chantigors kommen jetzt hier drüben, sollen die Ritter des Imperiums jagen. Da ich das im Wald sitze, ist der Beschuss natürlich ein bisschen mangelhaft auf die. Und sie können es natürlich für sich entscheiden. Und hier drüben sehen wir die Helibardiere wanken schon. Diese Masse, da kommen sie einfach nicht gegen klar. Die Minotauren kommen rein. Versuchen noch mal ein bisschen was zu reißen hier. Zack. Peng. Wir sehen es, die Helibardiere werden jetzt hier nochmal ordentlich zerfetzt. Und die Minotauren können jetzt hier nochmal gut mithelfen. Peng! Helibardiere sind weg, der eine Trupp zumindest. Der andere wird jetzt hier noch zerschlagen. Das Blut fließt. Es ist aber echt eine Sauerei hier. Auch drüben der Greif von Karl Franz ist schon total blutverschmiert. Es sieht geil aus, wie die Reflexionen hier vom Blut sind. Das ist schon echt cool gemacht. Und auch der Beschuss der Pfeile, der haut ordentlich rein. Wir sehen, Karl Franz musste ordentlich leiden. Hier drüben versucht mein General auch alles Mögliche zu tun, um meinen Fernkämpfern zu helfen, um noch den Kampf gegen das Ritter, die Ritter des Imperiums quasi zu leiten hier. Weil es einfach wirklich so viele Ritter sind. Das ist schon echt krass. So, meine Chantigor gewinnt jetzt hier drüben auch gerade den Kampf gegen die Ritter des Imperiums auf der linken Flanke, was echt genial ist. Gleich habe ich es nochmal ein bisschen leichter nach vorzurücken gegen den Hügel. So, die Infanterie ist jetzt überwiegend zerschlagen, allerdings meine Minotauren. Es ist noch nicht wirklich zum Einsatz gekommen. Kommen jetzt gleich erst zum nächsten Kampf gegen die Schwertkämpfer hier drüben. Jetzt die Frage, wie viel macht dort sein Fernkämpfer mit seiner Mörser-Einheiten, um dort mir das Leben zur Hölle zu machen. Meine Ungor-Sperrkämpferherden stehen auch bereit, um jetzt gleich hier drüben mitzuhelfen. Auch meine Gore-Herde hier ist noch bereit. Und meine Bestigor-Herden, na, sammeln die sich hier? Da, Bestigor-Herden, da sieht man es schon. Da kommen sie jetzt wieder. Das sind die mit besonders viel Rüstung halt. Da sieht man es, zack. Da kommen sie. Und ab rein da hier. Wir sehen hier drüben, das wird echt ordentlich dominiert hier, die feindlichen Einheiten von mir. Die Minotauren sind jetzt drin, aber durch den Beschuss der Fernkämpfer sieht man hier, verlieren die wirklich viel, viel Leben. Zack. Und da stirbt auch der Erste. Und die Nächste sterben jetzt auch gleich. Peng, 10 sitzen noch. Das haut schon ziemlich rein von den Armbrustschützen hier. Das ist echt böse. Die haben halt nicht so eine starke Rüstung. Sind aber dafür sonst speziell. Man sieht es halt. Peng, Nächste fliegt. Und Peng, die fallen jetzt alle wie die Fliegen hier. Gerade ist auch nicht schlimm, die haben trotzdem guten Dienst gemacht, auch wenn ich halt nicht wirklich gut klarkam. So, die sind erstmal weg hier, die Einheiten sind geschlagen. Der Greif von Karl Franz mittlerweile auch geflohen durch den Fernkampfbeschuss hier. Er hat einen Trupp von mir noch kriegen können. Aber da hat Gandalf ganz schön gepennt mit Karl Franz. So, hier hinten wurde jetzt gerade die Ritter des Imperiums weiter zerschlagen. Die Ungor-Sperrkämpferherden sind nochmal dazukommen. Die sind besonders gut, glaube ich. Zumindest gegen Einheiten, solange sie nicht vom Fernkampf beschossen werden. Was echt einen Vorteil haben kann.
Naja, hier drüben kommen noch mehr Einheiten dazu. Und jetzt geht's auf die Fernkämpfer selbst. Da schicke ich meine Chantigors vor, die über die Flanke gekommen sind. Jetzt voll reingehen in die feindlichen Armbrustschützen. Was übrigens 3 Stück waren sogar. Und die Hellebardiere leiden auch echt runter. Wir sehen sie jetzt. Zack, Peng. Ein Charge nach dem anderen. Das Imperium leidet und leidet und leidet. Super, auch die Hellebardiere drüben fliegen gleich. Die Infanterie ist einfach zu viel. Die Schlacht dreht sich genau in meine Richtung. Die Mörser können jetzt auch ihren Vorteil nicht mehr ausspielen, weil sie jetzt ungünstige Positionen haben. Und die Einheiten des Imperiums sind mittlerweile eigentlich schon alle geflohen. Sogar Karl Franz befindet sich am anderen Ende der Map. Wir sehen hier, die Armbrustschützen ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Und sie wanken auch schon. Fliegen gleich, sind weg. Und damit ist die Schlacht auch schon entschieden. Die Mörser sind auch gleich weg. Jetzt kommt der Charge schon mal in Chantigors in die Mörser rein. Und die Schlacht ist entschieden. Dann gehen wir jetzt mal uns die Schlachtstatistik anschauen und sehen einfach mal, wie die Einheiten so abgeschlossen haben. Nichtsdestotrotz, eine schöne Schlacht. Kann ich echt nur empfehlen, euch auch mal reinzuziehen. Hier das Spiel. Gerade die Online-Battle sind auch gerade nicht mal so schlecht. Kann man echt nur, ja, echt nur empfehlen, muss ich sagen. So. Karl Franz hat 63 Kills gemacht. Der Rest seiner Infanterie war eher bescheiden von den Kills. Bis schlecht, würde ich schon sagen. Seine Armbrustschützen haben ordentlich viel gerissen. Hingegen die Kaffer teilweise echt was entschieden. Gerade die, die meine Speerkämpfer gekämpft haben, so erstaunlicherweise. Und die Mörser haben auch echt gut Arbeit geleistet. Die hat er wirklich super positioniert. Das war ein perfekter Gedanke von ihm. So. Meine Bogenschützen haben nicht viel gekillt, aber haben viel, also ein Mann, haben aber dafür Karl Franz fast komplett gekillt. Also wirklich runtergehauen bis zum geht nicht mehr. Meine Gore-Herden haben zum Teil gut gearbeitet, zum Teil auch sehr schlecht. Hingegen meine besten Gore-Herden echt bombastisch. Meine Minotauren eher, naja, gut waren sie trotzdem noch. Die Chantigors haben auch viel geleistet, die waren ganz besonders wichtig für mich. Und auch die Ungar-Sperrkämpfer und die Ungar-Sperrkämpfer, also mit Schilde und ohne Schilde, haben auch gut gearbeitet. Dann ging mein General wirklich nur ein paar Ritter des Imperiums erwischt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare zu Warhammer rein. Wie findet ihr dieses Spiel? Wie findet ihr Online-Battles davon? Wie ist es im Vergleich zu den Vorgängerspielen? Fantasy ist ja doch mal was ganz anderes. Ansonsten kann ich euch auch nur empfehlen, bei Star Wars Battlefront reinzuschauen, wenn ihr Gandalf kennenlernen wollt. Da kommt auch regelmäßig mal drin vor bei meinen Videos. Ansonsten das Let's Play von Skippy und mir kann ich euch echt nur ans Herz legen, wo wir uns beide gegenseitig die Fresse einhauen fast. Aber naja, irgendwie auch nicht, weil wir im Koop spielen. Ansonsten auch das Projekt von mir und Struppi auch echt nur zu empfehlen. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.